So, willkommen zurück zu Pathfinder. Wir haben sehr viel zu tun. Die Hütte der Sumpfhexe läge am nächsten. So, sollten wir noch hin. Da geht es darum, einen Jungen zu finden, der eventuell dahin entkommen ist, aber auch noch Informationen zu finden über diesen Zauber, der da benutzt wird. Und ich glaube, da war noch eins, also mehrere Stränge unserer Geschichte führen zu dieser Hexe hin. Wir haben noch die grünen Gemächer oben, das ist ne, die Dryade, das kommt später. Das Hodak-Versteck kann auch später kommen. Ich würde echt nach der Sumpfhexe sonst weiterziehen in Richtung Trollwildnis. Vielleicht noch einen Abstecher zurück zum Wasser machen. Wo hatten wir eine Furt durch den Skunkfluss? Ja, da hinten haben wir doch den einen Kobold, nicht Kobold, Gnomen noch stehen lassen. Wobei der wahrscheinlich erst mitkommt, wenn wir uns die Trolle gekümmert haben. Ah, gucken wir mal. Viel Spaß bei der sumpfigen alten Dame. Ja, mal gucken. Bin gespannt. Monsterbrau. Ne, Monsterbau. Eine Lichtung im Wald führt zu dieser kleinen Höhle. Über den Baumkronen kreist ein Schwarm krächzender Krähen, die zweifellos von dem abscheulichen Gestank verwesenen Fleisches angelockt wurden. Ah, es klingt so, als könnte da was Größeres sein. Wir müssen hier noch die Worge füttern. Nee, das ist erledigt worden. Außer ich vertue mich jetzt voll. Hat er gerade eine Katze miaut oder hat jemand gesungen? Oh. Hier sollte ja eigentlich nichts passieren, ne? Dem Weg folgen. Alles verschwindet, geht weg. Wer hat das gesagt? Schwein? Irgendwoher kam eine Stimme. Schon mal creepy. Schreckenswildschwein. Das war der falsche. Egal. Wir müssen nicht böse Schadensreduktion umgehen beim Wildschwein. Ja, komm auf da. Gib ihm. Haben auch nur eine Attacke. Let us strike as one. Feuerball. Feuerball. Oh, warte, du kommst gar nicht ran. Irgendwie nicht. Warum sie da nicht vorläuft, verstehe ich noch nicht ganz. Richtig, geht doch. Das Gerät bewahren wir uns auf. Das sollte jetzt eigentlich so ganz gut machbar sein. Sprechende Wildsäue. Ich denke, es wird eher die Hexe gewesen sein, die irgendwie uns zugeflüstert hat, dass wir gehen sollen. Unworthy. Consider me provoked. Doppelschlag? Also wir können jetzt eh schon zweimal zuschlagen. Wie ist das mit dem Doppelschlag? Du hättest einfach zweimal zuschlagen sollen.
Do not falter. Die Stimme aus dem Nichts. Die wohnt hier im Dorf. Was? Harim. Komm nicht ran. Vielleicht ist das so ein Odysseus-Kram. Der hatte eine Hexe ja auch. Da hat eine Hexe ja auch Leute in Wildschweine verwandelt. Ich musste eher an Asterix denken. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. So, wer von euch ist fast tot? Du bist fast tot. Also zweimal zuhauen, ganz regulär, ist besser als den Doppelschlag zu machen. Doppelschlag ist wohl nur gut, solange man noch unter 6 Basisattackwert ist. Nur schön, schön, dass sie ihnen so ein brennendes Bastardschwert hat. Sie müsste damit nur noch treffen, dann sieht es noch imposanter aus. Repent. Sie ist eigentlich schon tot, das weiß er noch nicht. Ja. Häuten mitnehmen. Immer schön auf dem Weg bleiben, niemals vom Weg abweichen. Wegen Rotkäppchen. Aber das sind so leckere Pilze. Das könntet ihr echt ganz einfach machen. Ihr müsst nur ein paar Goldstücke auf dem Boden verstreuen. Würden die Abenteurer gleich der Spur folgen. Na, wobei, inzwischen müsste es ein. Nein! Das ist ein Scherz, oder? This body holds no more. Das sind keine echten Irrlichter, oder? Oh. Ja, hi. So, die sollten jetzt ja noch nicht geschildert sein. Vielleicht zwei von den Dingern da. Wir werden auch nicht treffen, aber es ist eine Ablenkung. Und vielleicht crit die jemand. Zwischendurch. Oder das eine Irrlicht, was wir gesehen haben, war wirklich ein Named Irrlicht. Es war auch ein Named Irrlicht. Und hatte deswegen noch bessere Stats oder wie auch immer. Das bitte aus. Kann ich damit jetzt überhaupt treffen? Fehlschlagtarnung, nee. Und vor allem auf dem Weg zu bleiben, um direkt in sie reinzurennen. Das war bestimmt ein Plan hier aus dem Chat. Es ist zu spät zu sagen, ich rate in der Gegend zur Vorsicht. Ja, es ist zu spät. Es hätte vorkommen müssen. Ja, zip. Immer noch kein Schild gecastet. Natürliche Unsichtbarkeit machen. Ja, das können die ruhig. Aber ich hau die trotzdem weiter. Du? Nee. Oh, wir haben keine Skelette mehr. Schutz vor Ordnung. Die sind nicht ordnungsmäßig irgendwie drauf. Klappt übrigens nicht mit dem Irrlicht hier. Das K
Okay, das weg. Furchtbannen. Du wächst in deinem Ziel Mut und gewährst ihm 10 Minuten lang einen Moralbonus von plus 4 gegen Furchteffekt. Genau, nur für den Fall. Ist das nur das Target Only? Ihr denn bei Valerie, weil sie tanken muss. Okay, es geht doch auf alle. Gut. Komm schon, critted. Wen britzeln die jetzt? Meine Skelette weg. Nein. Ja, das ist okay. Du auf den. Nächste Runde ist eventuell tot. Diese Runde ist er tot. 56 Erfahrungspunkte. Das ist so lächerlich. Oh, schöner Crit. Segen. Das heißt, hier müssten wir eigentlich Lindsay wieder einpacken. Muss immer mehr Skelette haben. Die treffen echt gut. Lindsay dabei haben für magisches Equipment nutzen und dann einfach Zauberstäbe mit magischen Geschossen. Und wieder spammen. Stay behind me! Oh. Auch mal telefonieren. Die sind definitiv angenehmer als das andere Ding da. Ja, haben wir überlebt. Zwei Lichter. Weg. Schlafen, kampieren, da. Oh, stopp, können wir vorher noch. Du Zauberbuch. Wir können nicht noch mehr davon haben, nein. Okay. Hier schlafen ist auch mutig. ja, ich baue auf das Wache halten, dass es dann alles so funktioniert. You've endured no less suffering than I. Haven't you realized by now how pathetic and cruel the world is? It's as bad as we allow it to be. And it's as beautiful as we make it. So stop grumbling and get to work. Wahrscheinlichkeit eines Überfalls gestiegen. Das ist ihre Schuld, Octavia. Okay, Killerwildschweine. Schneeball ist gefizzelt. Die 5%. Okay. Your life ebbs low. Ach, damit. Muss ich echt im Auge behalten, ob es vielleicht doch mehr als 5% sind. Da will gleich wieder schlafen. Können wir die so grillen? Oh, ein One-Shotted, sehr schön. Ouch. Den
Dicken wird's freuen, gebratenes Wildschwein. Jo, ich glaube, da haben die Helden auch nichts gegen. Du den angeschlagenen finishen. Und dann vielleicht doch gleich zurück auf die Oberlandkarte. Da rasten. This is for you. So langsam wird Octavia tatsächlich nützlich. Ja. Wenn sie noch ein bisschen besser treffen würde, wäre es toll. Durch, du Geschosse, gib da auch um. Was? Achso, wegen Perkplatte stehen. Okay, das waren dann nochmal 150 Erfahrungspunkte obendrauf. Und wir gehen weg. Weg. Klar, können wir da stehen lassen, ist egal. Die Helden wollen nicht noch eine Nacht hier verbringen. Nicht bei Irrlichtern, komischen Hexenstimmen und Killerwildschweinen. Da, raus. Ja, ruhig mitnehmen, gehen. Was ist da schon wieder los? Schlafen. Kein Überfall. Okay, wieder rein. Und peu à peu vorwärts kämpfen. Wobei die Chance, dass die Hexe gut gesinnt ist, also uns gegenüber gut gesinnt, nicht gut im Sinne von gut, nicht so gering ist. Sonst würde sie nicht so Irrlichter da auf uns hetzen und ähnliches. Du kannst schon mal. Ne, im Segen warte ich jetzt, bis die Skelette draußen sind bei einem Irrlichtfight. Damit die Skelette dann auch eine bessere Trefferchance bekommen, auch wenn die basismäßig schon sehr gute Trefferchancen haben. Du hättest am Lager weiter schlafen können, den Encounter hattest du ja durch. Da kann nur einer kommen. Ich hatte nicht mehr als einen pro Lagerhaltung. Ja, es ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Aber gut zu wissen, ja. Danach ist die Gruppe wahrscheinlich so paranoid, dass sie bei jedem kleinen Knacks aufwacht und keiner sie überfallen kann. Aber es wurde doch gesagt, du kannst bei ihr ein Buch kaufen, von daher sollte sie ja zumindest neutral sein. Ich glaube, ich schicke Octavia mal wieder vor. Ein mächtiger Tatzelwurm. Vor mir in der Straße mal in eine andere Richtung. Da hat gerade wer gelacht. So groß, so dumm, so sterblich. Ah, ist was? Brunnen. Du unterdrückst einen Schauder, als du dich dem Brunnen näherst. Die Luft, die ihn umgibt, ist vom Gestank des Verfalls geschwängert. Als du versuchst, den Ursprung des Gestanks zu bestimmen, hörst du unter dem Deckel des Brunnens plötzlich ein Flüstern und Kratzen. Der verrottete Holzdeckel wurde mit schweren Eisennägeln notdürftig befestigt. Vorsichtig. Was auch immer in diesem Brunnen lauert, scheint hungrig zu sein. Magie orten? Eine Aura von Todesmagie umgibt den Brunnen. Die Aura ist stark und scheint vom Grund des Brunnens auszugehen. Klopfen. Willenswurf gescheitert.
Das Flüstern unter dem Deckel schwillt zu schrillem Schreien an, die sich wie ein Messer in deren Schädel zu bohren scheint. Du hältst dir die Ohren zu und weist von dem Boden zurück. Okay. Dann nicht. Was haben wir da? Da haben wir Wölfe. Eine Ente. Und eine Hütte. Das Dach ist voller Löcher und schwarze Fenster starren dich wie tote Augen an. Wie jetzt. Genau neben der Truppe. Ist sie gar nicht mehr hier? Onwards, together. Schreckgespenst. Pling, pling, pling. Du siehst einen Geist vor dem zerstörten Tempel. Einen alten Mann, der auf und ab geht. Als er dich sieht, lächelt er und nickt dir zu. Undaunted tötet sie. Warum bist du ein Geist? Das ist eine sehr private Frage. Kannst du mir sagen, was hier passiert ist? Passiert? Wo? Der alte Mann sieht sich verwirrt um. Ah, das Dorf. Ja, hier ist etwas Schlimmes passiert. Das Problem ist, ich kann mich an nichts erinnern. Alles war genau, wie es sein sollte. Ich bereitete mich auf die Hochzeit meiner Tochter Nirta vor und dann wurde alles dunkel. Ich muss das Bewusstsein verloren haben, bevor das Dorf zerstört wurde. Das Leben und den Verstand zu verlieren, schrecklich. Wobei dieser Mann wohl nie sonderlich viel Verstand hatte. Woher weißt du das? Wer bist du? Du willst wissen, wer ich bin? Mein Name ist Wilbur, Wilbur Colton. Ich bin der hiesige Dorfvorsteher. Du bist nicht von hier, oder? Willkommen. Der alte Mann zeigt zu den Ruinen und sein Lächeln verblasst. Ich bin tot, oder? Und all die anderen auch? Meine Erinnerung schwindet. So ist das im Alter. Warum bist du ein Geist? Welcher Geist? Der alte Mann macht große Augen, ehe er seufzend an sich herunterblickt. Ah, richtig. Irgendetwas lässt mich nicht in Frieden ruhen. Ob ich ihrer Stil verärgert habe? Nein, das war es nicht. Die Augen des alten Mannes weiten sich und er schnippt mit den Fingern, ohne dabei ein Geräusch zu machen. Ah, jetzt erinnere ich mich. Diese Lichter, sie sind der Grund. Sie kommen aus dem Brunnen. Den Brunnen nicht aufmachen, da sind Irrlichter drin. Ihr Flüstern und Zischen raubt mir den Schlaf. Ja, sie sind an allem schuld. Okay. Das Problem kannst du ruhig noch ein paar Jahre unterhaben. Münzen für die Augen eines toten Mannes? Ja, das ist ganz unten auf unserer Prioritätenliste. Wir wollten eigentlich eine mächtige Hexe hier finden, die uns bei unseren Aufgaben hilft. Nicht irgendwelchen Untoten helfen. Weil der wird einfach nur Puff machen und weg sein. Oder vielleicht uns noch irgendwas Vergrabenes zeigen, aber nichts. Nichts Wichtiges, denke ich. I am free to do what you ask of me. Der morsche Zaun fällt in sich zusammen. Eine sehr wichtige Information. Aber das wird nicht die Hütte der Hexe sein. Hier. Geh mal ein Stück zurück. Sei bloß vorsichtig, wenn da irgendwo eine Kassette rumliegt. Ja. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Ihr seid hier nicht willkommen. Wissensnaturwurf fehlgeschlagen. Oh, das geht auch? Schlammblatt. Gehen wir dahin. Also es gibt wohl auch Kräuter, die sind schwieriger zu farmen. Jetzt folgen wir eine Spur aus Kräutern. Oh, komm schon.
Du hast den höchsten Naturwert von uns, richtig? Ja. Noch ein Grund, wo Lindsay halt praktisch wäre. Ah, wir haben ja jetzt gefunden. Schlammblatt. Eine derart seltene Sumpfpflanze findest du auf keinem Markt der Welt. Ein Kenner bezahlt dir dafür sicher einen guten Preis. Hoffentlich tauchen die wieder auf. So, du sollst ja nicht alleine reingehen. Nee, nee, nee. Du. Alle hier hin. Achso, du auch dahin. Du gehst wieder alleine weiter. To you, I can't say no. Ich guck mal da oben, das scheint ein See zu. Was? Athletik 26. No, I'm embarrassed. Athletik. Minus 14. Ja, du eventuell. 6 und was ist das hier für ein Gebiet? Speichern Brunnen aufmachen, da wohnt bestimmt der Weihnachtsmann und gibt Geschenke. Nee. Ha. Falchos. Als du dich dem Wächter näherst, hörst du zwei Stimmen. Welche näherst? Hörst du zwei Stimmen, die sich leise unterhalten. Die erste Stimme ist ein samtener, den tränennahen Bariton. Bitte, Tiresia, meine Liebste, schick mich nicht weg. Eher würde ich sterben als... Ich will, dass du lebst, hörst du eine klare Mädchenstimme sagen. Falchos, du bist mein Ritter in glänzender Rüstung. Ich liebe dich, wie ich zuvor noch niemanden geliebt habe. Aber wenn du bleibst, dann... Die Stimme des Mädchens wird brüchig, ehe es schließlich in Tränen ausbricht. Warte, hier ist jemand. Kommt heraus! Als du dich näherst, siehst du zwei Feenwesen, einen Satyr und eine Dryade, die dich ängstlich beäugen. Feenwesen, gerade noch gefehlt, müssen wir alle töten. Nein. Habt ihr was mit dem Dorf zu tun? Die Dryade stößt einen Seufzer aus und schließt die Augen, als würde sie sich an etwas erinnern. Das hier war einmal ein wunderschöner Ort, ein Dorf der Menschen an der Grenze zum Königreich der Feenwesen. Die Menschen lebten über Generationen friedlich an der Seite der Feenwesen. Sie waren freundschaftlich verbunden und mitunter liebten sie sogar. Die Dryade wendet den Blick ab. So war es, bis unser König, Kalitropsia, ihr Herz an die Tochter des Dorfvorstehers verlor. Sie waren ein so schönes Paar, aber es geschah an ihrem Hochzeitstag. Menschen und Feenwesen haben sich versammelt, um gemeinsam zu feiern. Niemand weiß, was als nächstes geschah, aber inmitten der Festlichkeiten verwandelte sich Kalioptrisatropsia plötzlich in ein Monster. Die Dryade verstummte und lässt ihren Blick schweifen, als hätte sie Angst, jemand könnte sie hören. Sie wurde zum Sensenbaum. Sie tötete die Braut, ihre Liebe, und dann zerstörte sie das Dorf. Die Menschen flohen und wurden getötet, genau wie die Feenwesen. Unser Königreich fiel von einer Sekunde auf die andere. Da ich meinen Baum nicht verlassen konnte, schlief ich viele Jahre lang, bis mich schließlich die bezaubernde Klänge einer Flöte weckte. Sie lächelte Falkos zu. Ein Mädchen aus dem Dorf hat eine Dryade geheiratet? Eure Welt und das Reich der Feenwesen ist groß und weit, und doch berühren sie sich nur selten. Das ist schade, denn wenn sie es tun, ist große Freude möglich. Nicht nur zwischen zwei Seelen, umso mehr, wenn ihre Liebe Früchte trägt, wenn ein Kind gefunden und geboren wird. Hier zum Beispiel. Als mein Baum und ich noch jünger waren, lebte hier ein Mädchen, Elga Wernix. Sie war die Tochter einer Frau aus dem Dorf. Ihr Vater war ein Satyr. Wir liebten sie so sehr, sahen zu, wie sie heranwuchs, lachte, lernte. Die Dryade schüttelt traurig den Kopf. Aber ihre Mutter ging mit ihr fort. Falls sie noch lebt, hat sie uns gewiss längst vergessen. Ihr armer Vater hat sie so sehr vermisst. Er hat bis zuletzt gelitten. Das konnte man in seinen Augen sehen, als er starb. Die Dryade schweigt einen Augenblick und wendet ihre Augen ab, ehe sie dir wieder ins Gesicht blickt.
Menschen und Feenwesen lieben gleichermaßen und wir verspüren denselben Schmerz, wenn wir von jenen getrennt werden, die wir im Herzen tragen. Also wenn wir irgendwo mal jemanden finden, eine Dryade erwähnen. Den Namen habe ich leider nicht gemerkt. Wer seid ihr? Mein Name ist Tiresia. Ich lebe hier, seit mein Baum aus der Erde erwachte und zum ersten Mal die Sonne erblickte. Und das ist Falchos. Er kommt aus weiter Ferne. Wir sind ein Paar. Der Satyr nickt. Und wir bleiben ein Paar, bis dass der Tod uns scheidet. Hat sie gerade was anderes gesagt? Die Dryade mustert Falchos mit zusammengekniffenen Augen und verschränkt die Arme. Kannst du den Teil mit dem Tod nicht weglassen? Ja, weil wohl irgendwas Gefährliches. Und er sterben wird, wenn er hier bleibt. Vielleicht wegen der Hexe oder den Irrlichtern. Das habe ich doch bis jetzt. Er grinst breit. Worüber habt ihr gestritten? Dieses Land könnte erneut wunderschön sein, aber nicht, solange dieses Monster existiert. Falchos ballt seine Hand zur Faust. Wir dürfen nicht fortgehen, wir müssen kämpfen. Mein Herzblatt, mein Liebster. Tiresias Stimme wird von Tränen erstickt. Du hast es doch schon versucht und nur mit letzter Not überlebt. Bitte, ich werde ausharren. Ich lege mich wieder schlafen. Dein Tod wäre für mich weitaus schmerzlicher, als dich freizugeben und zu wissen, dass du weit weg, aber am Leben und wohlauf bist. Sieh mich an, Tiresia. Ich werde dich nie verlassen, niemals. Ich flehe dich an. Schick mich nicht weg. Ein Leben ohne dich würde mich ebenso töten wie der Sensenbaum selbst. Der Sensenbaum wird uns nicht in Ruhe lassen. Die Tapferkeit allein reicht nicht aus, um ihn zu besiegen, Falchos. Früher oder später wird er dich töten. Hoffnungsvoll wendet sich die Dryade dir zu. Ich flehe euch an, vernichte diese Kreatur, beende unser Leiden und auch das ihre. Wir werden euch auch belohnen. Das ist schon mal ein guter Anfang.